Hallo und herzlich willkommen zurück. Jawohl, da sind wir wieder. Ich habe es mal ein bisschen auf einfache Geschwindigkeit kurz laufen lassen. So, das ist fertig. Das müssen wir jetzt schnell anschließen. Dass es läuft. Das Problem da. Ach ja. So. So. Der ist für 1000 da. Dann brauchen wir Wasser. Und Wasser ziehen wir auch noch mal von einer Pumpe hier ab. Hier. Und der Strom kriegen wir von hier. Das passt nämlich hier noch gut dazu in dieser Leitung. So. Dann haben wir das. Produziert Sauerstoff. Das geht raus. Fuck, ich muss gucken. Nee, hier. Und zwar hier oben kommt nur Wasserstoff raus. Alles andere kommt hier erstmal hin und geht hier raus. Wasserstoff wird hier gesammelt. Erstmal. So, das funktioniert, aber nur bedingt. Erstmal. Wir brauchen hier noch eine Pumpe, die was dann den Wasserstoff, der sich oben absammelt, wieder wegpumpt. So. Wir brauchen nochmal Matscheriegel. Machen wir nochmal 10 Matscheriegel. Was bekommen wir hier? Blaupause. Tofu. Drucken. Danke. So. Das stört mich, dass hier halt immer noch Wasser. Das. Ah! Dass ich hier das Wasser nicht wegbekommen habe. Hier macht man mal Priorität 6. Der Stress geht aktuell ein bisschen runter. Hier oben
Ist der Druck auch wieder ein bisschen stärker da? Wir müssen halt gucken, dass wir hier regelmäßig Wasser, also wir dürfen niemals hier diesen Wasserstand außer Acht lassen. Niemals. So. Wie bekomme ich hier jetzt dieses Wasser? Kann ich das wischen? Das kann ich wischen. Dann wischt hier mal bitte dieses Wasser hier weg. Sehr gut. Dann graben wir hier. Vierhundertachtzig. Da muss ich dann gucken. Kann ich hier und hier noch die Pumpe anschließen? Und noch einen Verteiler hier am besten rein, dass ich hier gar nichts kaputt mache. Kommt hier quasi noch eine Pumpe. Dann mache ich da oben nochmal einen extra Verteiler. Für das. Und dann baue ich da oben den Strom. Keine Ahnung. Und dann mache ich hier noch eine Tür dann rein. Dass wir das hier nicht mit Sauerstoff weiterhin versorgen. So. Was so viel heißt wie jetzt bauen wir hier erstmal noch den Raum. So. Dann können wir hier hinten erstmal, machen wir hier dann auch noch Leiter hin, dass sie dann sich dann noch so ein bisschen wenigstens bewegen können. Das hat jetzt erstmal aber Priorität 9. Da unten. Das ist alles hier schön voller Wasser. Genauso wie hier. Das Ziel ist, nach und nach bald wieder alles anzumachen, ja? Bald. So, sehr schön. Haben wir hier schon mal komplett luftdicht abgeschlossen. Dann gibt es die Hauptstromleitung von hier.
Hier oben baue ich dann noch mal ein paar Generatoren hin. Ja. Wir haben keinen Stress mehr. Aber dafür eine Krankheit. Euch zwei, kann ich euch mal kurz deaktivieren? Dich und dich. Deaktivieren. Die Kohle, die was die jetzt produzieren, ich brauche Heilpillen. Aber wohin geht ihr? Warum sammelt ihr hier Eis ein? Das schmilzt mir doch dann weg. Deswegen. Ach, egal. Okay, sie sind hier fertig. So, Strom. Ich brauche hier jetzt erstmal wieder einen Verteiler. Oh, machen wir so. Dann. Sauerstoff. Das Ding hierhin. Lüftung. Das. Machen wir jetzt unten rum. Hier. Pumpe. Hier von mir aus. Passt schon. Die Leitung hier, hier. Hier, hier. Und du? Ist der Sauerstoff. Fuck. Das ist nicht schön und nicht toll. Mal hier 1, 2, 1, 2 und der 1, 2 und der andere 1, 2. Dann haben wir hier gut Luft. So. Und hier kommt die Dingens rein. Strom. So. So. Bum, bum, bum. Ihr funktioniert. Ihr braucht Wasser. Sanitär. Rohr. Plumps. So. Dann funktioniert das auch. Sollte. Dann schwupp, 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 schwupp. Hier ist... Fuck. hier kommst du rein. Geht nicht. Ich muss hier fast filtern, hier drin. Ich hätte es anders machen sollen. Ich hätte da unten einen Vent und da oben einen Vent. Machen wir hier einen Vent. Hier einen Vent. Und das zerlegen wir. Das ist viel besser.
Jetzt sind sie eh erstmal beschäftigt. Stress geht wieder nach oben. Aber kein Problem. Es kommt wegen ihrem blöden Eis. Ich brauche kein Eis. Flüssigkeitenfilter, ja, schön. Hilft mir nichts, brauche ich nicht. So. Sie sollen in der Zwischenzeit bauen. So, dann machen wir hier einen Filter. Wasserstoff geht nach oben. Alles andere geht auch nach oben. Und zwar hier und geht hier raus. Weil es egal ist. Ist das alles schlimm? So, und Wasserstoff geht nach oben. Jetzt tun wir dich mal zerlegen. 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 So. So. Gut, die sind hier noch beim Bauen gleich beschäftigt. Ich baue hier auf jeden Fall schon mal das nächste. Und zwar haben wir hier die Hauptstromleitung, die ja aktuell auch mit vielen verbunden ist. Die wir hier jetzt auch mal einmal nach oben setzen. Und hier mal Kabel legen. So. Die Hauptstromleitung. Es sieht alles nicht schön aus. Hier ist wieder Wasser drin wegen eurem blöden Eis. Wir machen jetzt mal Folgendes. Weil es mich tierisch aufregt, platziere ich jetzt hier unten einen. Dich abbrechen. Du nicht nur aufräumen. Verflüssigbar. Eis. Mit einer neuen Prio, dass das da unten von mir aus alles schmilzt und kaputt geht. Ja. Das soll hier oben, soll nichts mehr schmelzen, nirgendwo mehr irgendwo was rauskommen, was wir nicht brauchen. So. Hier haben wir jetzt zwar Wasserstoff drin, aber das bleibt auch da oben.
Könnt ihr da auch noch? Kommt ihr da hin? Nee. Schade. Hilfspaket. Bitte, bitte irgendwas Gescheites. Ja, nämlich Sandstein. Besser als jeder andere. Als noch ein Dude, der noch mehr Sauerstoff wegsaugt. Und Nahrung braucht. Erstmal. Schau, ich gebe mir gleich Kupfererz oder sowas ab. Ja, ihr müsst immer mal wieder in die Rädchen rein. Wir haben ein bisschen Kohle wieder. Nee. So. Vielleicht filtern wir irgendwann mal hier den Wasserstoff raus. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hier baue ich jetzt mal so Ziegel drüber. Dann kann ich das hier auch noch ausbuddeln hier und vielleicht noch ein paar Generatoren reinsetzen. Irgendwann mal. Okay, so wie ich das sehe, mit normalen Kabeln ist alles belegt, noch nicht. Strom Overlay 480 müsste passen. Das heißt, fangen wir mal kurz hier an. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, gerade hier Wasserstoff raus mit rausgesetzt, oder? Ja, habe ich, okay. Ja, gut. Ein Anfangsfail passiert jetzt nicht mehr. Gut, der Sauerstoff, der Wasserstoff, der wandert hier eh nach oben. Da könnte ich jetzt hier und hier graben. Und den dann irgendwann mal mit dem hier... Ja, whatever. Ihr macht es schon, wir kriegen hier jetzt Luft. So. Und hier sammelt sich nach und nach jetzt Wasserstoff. Jetzt machen wir noch das untere an. Und sobald das läuft, dürften wir auch wieder ein bisschen mehr Strom generieren. Jetzt ist nur die Frage, hier Wasserstoff. Wasserstoff geht nach oben.
Alles andere geht hier wieder raus. Also der ganze Kohlenstoff, Sauerstoff, der hier jetzt noch drin ist. Und hier ist eh schon Wasserstoff. Jawohl. Na dann. Düdü hat eine Sauerei gemacht, ja. Hier alle Flüssigkeiten. Wo hast du die Sauerei gemacht? Hier. Büscheln. Machen wir hier mal kurz die Priorität höher. Wir haben fast kein Kupfererz mehr, Leute. Oh mein Gott, jetzt geht uns das nächste aus. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch hinkriegen, dass ich da oben auch ein bisschen Sauerstoff hinbekomme. Und das kriegen wir hin, indem wir hier einfach die Lüftung dreiteilen. Und hier nehmen wir den einfach Bau. Dann kriegen wir hier oben quasi den Sauerstoff auch rein. So ein bisschen zumindest, dass wir hier den Druck plop 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 so gut, hier sammelt sich jetzt der komplette Stickstoff Wasserstoff. Und jetzt machen wir hier einfach mit einem Kabel das in die Hauptleitung mit rein. So, und jetzt bauen wir hier. Hier machen wir bei 50%. Und ihr zwei auch mal bei 50%. Wirklich nur als Notvorrat. Dann bauen wir hier nochmal eine Batterie hin. Denn funktioniert auf jeden Fall besser wie der hier. Obwohl, oh, und da steht's schon an. Da steht's halt auch schon an. Da haben wir halt dann irgendwann das Problem. Bei dem Dingens, wenn das voll ist. Genauso wie hier. Hier können wir dann einfach einen zweiten dran setzen. Und gut ist. Hier auch. Weil dann reißen wir einfach den hier ab. So. Sauerstoffproblem würde ich behaupten, eingedämmt. Stromproblem vorhanden. Gibt's irgendwo eine Möglichkeit? Zeig mir mal die Koloniezusammenfassung.
Sauerstoff produziert, geht jetzt steil nach oben. Also wir produzieren jetzt gut Sauerstoff. Das ist wunderbar. Leistung, ja, Strom, durchschnittliche Stromverwendung. Arbeitszeit, Stressrate, wilde Tiere. Können wir hier, gibt's, das finde ich ja blöd, kann ich hier nicht suchen, Strom. Gibt's nur ein, es gibt nur Stromverbrauch. Ich kann jetzt nicht suchen nach Stromerzeugnis. So, du machst jetzt mal nochmal Matscheriegel. Wir müssen jetzt da gucken, dass wir da... Du machst auch noch 3 Omelets. Frittierter Matsch. Wir könnten Frostbrötchen machen mit Qualität 2 Standard. Kein frittierten Matsch, bitte. Nur 3 Omelets. Denn... Die springen jetzt wieder an, weil der hier, weil die Batterie so weit unten ist. Das ist halt auch blöd. Wie ungekühlte Nahrung. Ah. Okay. Ich traue mich nicht, alles wieder anzumachen. Ich werde mal gucken, ob ich eine Mod finde, die was uns den Stromverbrauch gut anzeigt. Wie viel wir produzieren? Ich meine, durchschnittlich wir produzieren, das kann ich schon sagen, Strom. Also, wir produzieren hier 800 Watt. Hier 800 Watt. Ja, das produzieren wir. Also. Jetzt machen wir mal ganz gut. Also, 1600 Watt produzieren wir. Für Lebenserhaltung brauchen wir minus 480. Minus 840. So, haben wir noch 280 zur freien Verfügung. Jetzt haben wir das Problem, dass wir da unten ja dasselbe nochmal haben. Und zwar insgesamt minus 720. Das heißt, wir sind aktuell. Stimmt nicht ganz. Das haben wir ja auch noch drin. Potenziell. Aktuell ist es ja bloß die eine Pumpe und der. Aber wir rechnen jetzt von der potenziellen Last, wenn alles Maximum läuft. Minus 850. Und das soll hier ja auch laufen. Minus 950. Das heißt, wir sind 2240 im Minus nur für Lebenserhaltung. Du, dich machen wir hier mal kurz auf 7, dass wir mal alles hier zu diesen zwei reinpacken. Ja. Zu den gekühlten. So. Das heißt, minus 2240 Strom. Und dann ist jetzt Sanitäranlagen und das ganze Zeug noch nicht dabei. Das heißt, sie müssen immer mal wieder strampeln. Aktuell. Ist jetzt erstmal, glaube ich, kein Problem. Ich bin am gucken, wie hier der Druck entsteht.
Ich muss jetzt, ich finde jetzt mal heraus, ab wann quasi nichts mehr reingepumpt wird, wenn hier der Druck zu stark ist. Und ob der Druck höher wird. Atmungsfähigkeit 90%. Warum? Da unten ist noch alles. Ja, das müssen wir jetzt mal umwandeln. Gut, das hier und hier, das ist mir alles klar. Da unten, ja, hier hat man Sauerstoff drin, hier blockiert das Wasser, hier ist eine Tür, hier ist eine Tür. Also hier kommt nichts mehr raus und hier kommt nichts raus. Ansonsten müssten wir auch hier mal gucken, wie dann der Druck langsam entsteht, weil ein Problem haben wir natürlich, wenn wir zu viel Sauerstoff hier drin haben, dass die Vents auch nichts mehr ausspucken, weil der Sauerstoffdruck zu hoch ist. Da müssen wir dann auch gucken. Machen wir alles in der nächsten Folge, Leute. Also, tschaußen!